Ja, Leute, ich bin's wieder. Da müsst ihr jetzt durch. Och nee. Tag, Leute, ich bin's wieder. Harold. Was ist eigentlich hier wieder auf meinem Kopf los? Es sieht aus, als hätte ich ein Vogelnest auf dem Kopf. Scheiße. Ich nehme das Intro jetzt nach dem Gameplay auf. Heißt das, ich habe jetzt die ganze scheiß Frisur im Gameplay. Oh, shit. Heute ist ja bekanntlich Mittwoch. Und ihr wisst, welche Art von Videos am Mittwoch kommen. Also, wenn ihr das wisst, dann ist es gut für euch, weil ich weiß nicht, was für Videos kommen. Sei froh, dass überhaupt ein Video kommt. Ich meine, bin busy. Habt ihr eigentlich schon abonniert? Mal ganz unter uns. Ich meine, es ist kostenlos und kostet kein Geld und... 2000 Jahre später. Hatte ich schon erwähnt, dass es kostenlos ist? Da ja vor nicht mal einer Woche auf der Gamescom Little Nightmares 3 angekündigt wurde und ich dachte... Moment, du hast ja schon Little Nightmares 1 gespielt und du fandest das Teamspiel richtig geil. Und du hast gesagt, dass du den zweiten Teil spielst. Und jetzt wird Little Nightmares 3 angekündigt. Da bin ich quasi dazu gezwungen, den zweiten Teil zu spielen. Und damit willkommen zu Little Nightmares 2. Und ja. Ja, wie auch schon im ersten Teil werde ich das Spiel durchspielen. Und anders als im ersten Teil haben wir hier zwei Spielfiguren, die aber kein Koop sind, also quasi man spielt das alleine, nur halt mit zwei Figuren quasi. Der eine ist computergesteuert und die andere Figur spiele ich. Oh ja. Und wir gucken einfach mal, was uns so erwartet. Wir machen einen neuen Speicherstand und beginnen das Spiel. Okay. Ein Korridor. Ist das eine Tür? Das ist eine Tür, oder? Leicht unscharf. Da ist wieder das Auge. Dieses Auge, was wir auch im ersten Teil hatten bei dem Schlund. Also ist das wirklich eine größere Bedeutung, die das Auge einnimmt. Okay, wir sehen nicht, was hinter der Tür ist. Und da sind wir. Mono. Nicht Six ausnahmsweise, sondern Mono. Und wir haben hier einen Fernseher. Oder sind da ganz viele Fernseher im Hintergrund? Ich glaube, das größte Gimmick dieses Spiels ist ja, dass wir durch Fernseher quasi reisen. Uns quasi teleportieren können durch Fernseher, nenne ich es mal. Und scheinbar sind wir gerade durch diesen Fernseher, weil der war eben noch an, hier gelandet. Im Wald. Und bislang sind wir auch noch alleine, weil wir müssen erst unseren Begleiter finden. Aber atmosphärisch ist das Spiel natürlich auch geil. Ist das noch gleiche Steuerung? Gut, okay. Oh, guck mal da unten. Lecker. Mittag ist fertig. Also nochmal bezüglich des Spiels an sich. Dieses Spiel spielt in einer, sagen wir, größeren Welt als der erste Teil. Der erste Teil war ja nur in dem Schlund halt, diesem Schiff. Aber hier haben wir quasi verschiedene Areale, die wir erkunden. Zum Beispiel jetzt hier den Wald halt. Das hat sich ungewollt gereimt. Oder was dann auch, glaube ich, noch kommt, ist eine Schule oder eine Stadt. Aber wir gucken einfach mal. Wir lassen uns überraschen. Und da ist ein Schuh. Wie ging das nochmal mit dem Werfen? Okay, Spacebar. Ja, guten Tag, die Herren. Ich hoffe, ich störe Sie nicht bei Ihrem Nickerchen. Halte ich mal fest, bitte. Also, atmosphärisch ist das Spiel auf jeden Fall schon mal eine 10 von 10. Bis jetzt. Spring! Nur halt, bis jetzt ist noch nicht viel passiert. Aha! Eine Falle. Da muss ich bestimmt drüber springen. Hüppa. Ja genau, da oben ist nämlich ein Käfig. Seht ihr den? Der hätte mich dann eingesperrt und dann wäre ich wahrscheinlich tot. Hier überall diese ganzen, wie nennt man das? Gedärme? Körperüberreste? Hüppa. Okay, ich muss das hier rüberziehen.
Von den Rätseln ist es quasi bislang aufgebaut wie im ersten. Das heißt, ich weiß dann ungefähr auch schon, was ich wie wo machen muss oder soll. Wir haben, wie ihr seht, obwohl ihr nicht seht, weil ich nicht im Licht bin, so eine Papiertüte über dem Kopf. Quasi wie Six mit dem gelben Regenmantel haben wir hier so eine Papiertüte. Das ist quasi unser Gimmick. Okay, Cutscene. Auf, lauf, 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 lauf. Hä? Wie hätte ich das denn schaffen sollen? Bin ich irgendwo hängen geblieben? Okay, nochmal. Hä, warum bin ich eben gestorben? War ich zu langsam? Da war unterwegs noch eine Katze, die ich streicheln musste. Entschuldigung. Sieht doch richtig cool aus, das Model. Von Mono heißt er. Ja. Ah. Jetzt muss ich da irgendwie hoch. Okay, hier kann ich scheinbar nicht hoch. Nochmal hier lang gucken. Vielleicht kann ich hier den Baumstamm hoch. Ja. Das war die richtige Lösung. Ich wundere mich, ob es in dem Spiel auch wieder so Collectibles gibt, weil im Original, also was heißt im Original, im ersten Teil gab es ja hier so, was war das so, Urnen nenne ich es mal, in Form von der Lady und hier so komische Kerzen, die man anzünden musste. So komische Lichter. Okay, das geht wieder hoch, also muss ich mich beeilen. Perfekt. Ich bin einfach ein Naturtalent in Little Nightmares. Ich bin so ready für den dritten Teil. Ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Aber ich muss jetzt den zweiten Teil spielen. Was ich gerade jetzt tue. Okay, die Brücke ist eingestürzt. Ich glaube, ich weiß, was ich tun muss. Moment. Und... heppa. Ich dachte, ich kann da rüber. Und mich an dem... quasi an dem... an der... runtergehängenden Brückenseite festhalten. Okay, aber irgendwie muss ich hier runterkommen, ohne zu sterben. Okay, hier ist so eine Möglichkeit dazu. Ja, und dann einfach hier hochklettern. Ich hatte kurz diesen Flashbacks an Little Nightmares 1, weil da gab es ja auch so Szenen, wo man von quasi Ort zu Ort springen musste, so. Während man so hochgeklettert ist. So dachte ich, dass das ungefähr funktioniert. Aber nein, ich habe mich... getäuscht. Alter, die Sounds. Holy moly. Also die Soundkulisse ist auch atmosphärisch. Das ist so verdächtig. Hier ist doch irgendwas. Ich muss hier irgendwas machen. Nur was? Wenn ich da reingehe, bin ich wahrscheinlich tot. Das sieht so verdächtig aus. Moment. Ich probiere mal was aus. Werft ihr mal da hoch? Vielleicht ist das hier so eine Triggerfalle. Dass ich das irgendwie aktivieren muss. Moment, werf mal den Schuh dahin. Was ist gerade passiert? Sag ich doch! Ich bin einfach ein Genie! Ja. By the way, ja, ich habe Let's Plays geguckt zu dem Spiel, als es rauskam. Also ich gucke das nicht, ich spiele das jetzt hier nicht komplett blind. Aber das ist Jahre her, das ist glaube ich 2 Jahre her. Wann kam das raus, 2021? Ich habe keine Ahnung, was ich hier eigentlich tue. Ich weiß nichts mehr von dem Spiel. Deswegen weiß ich auch, dass der Charakter Mono heißt und so. Ah, eine Bärenfalle. Vorsichtig. Keine ruckartigen Bewegungen. Das sieht mir verdächtig aus. Ja, ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Und zwar muss ich jetzt hier damit die Bärenfalle triggern.
Genau. Ich hatte gerade kurz Angst, dass mir den Kopf abschnappt. Hui! Nee, 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 nee. Nimm den Stock. Schmeiß ihn dahin. Achso, okay. Ich traue dem Braten nicht. Ja, genau, seht ihr da? Schnipp, schnapp. Kopf ab. So, hier wahrscheinlich das gleiche. Und Sprung. Balanciert ja automatisch gut, ich wollte nur wissen. Ah, da hoch. Ich habe kurz gesehen, wie er meinen. Ihr wisst schon. Abschnappt. Okay. A Haus. Ein Haus. Das ist doch wahrscheinlich das von dem quasi Gegner dieses Kapitels. Von dem Hauptgegner von dem Kapitel hier. Also aufgeräumt ist es auf jeden Fall. So viel kann ich schon mal sagen. Gut. Kann ich an den Kühlschrank ran? Ja, ich wusste es. What's in the box? Weiß ich nicht. Ich habe Little Nightmares 1 gespielt. Kann ich hier hochklettern? Ich kann. Die kleinen Details, die es hier gibt. Aber da oben ist nichts. Und jetzt kann ich ja nicht hoch. Hört ihr das? Oh Gott. Beruhig dich, Tür. Spieluhrmusik. Hier kann ich lang. Geh da mal rein, bitte. Basement. Da kann ich auch rein. Ist hier ein Sekret? Nee, aber eine Axt. Kann ich an die Axt ran? Ich kann. Was brauche ich damit jetzt machen? Denn im Originalspiel konnte man ja nicht kämpfen. Man musste quasi von den Leuten weglaufen. Bis auf im DLC mit der Taschenlampe diese komischen Schattenviecher wegflashen, aber an sich konnte man nicht kämpfen. Aber hier in dem Spiel, da gibt es kleine Kampfpassagen quasi, wo man gegen Minigegner nicht mal kämpfen kann. Also okay. Ja, gut, ich weiß, was ich mit Axt mache. Und da ist sie! Six! Diesmal noch ohne Raincoat. Den bekommt sie nämlich erst. Und von ihr kommt die Musik. Und wir befreien sie aus ihrem Gefängnis. Wie auch immer sie es in diesen Keller geschafft hat. Okay, Cutscene. Hi. Ganz schön zurückhaltend. Wie so ein Tier. Ich wollte nur nett sein. Ich hätte ja auch ein Eis gekauft oder so. Hat sie die Axt mitgenommen? Ich frag nur. Kann ich mich an den Haken hängen? Ich bin ja der Secret Hunter vom Dienst. Ich guck einfach nach jedem Scheiß. Was? Ich hab's nicht gesehen. Können wir es nochmal wiederholen? Ich wollte eigentlich nur die Axt aufheben. Okay, ja, ich glaube, das war einfach nur sie, wie sie die Treppe hoch gerade ist. Nimm die Axt mal mit. Man kann ja nie wissen, ne? Wie man dir mal die Zähne abschneiden muss. Oder er abhacken. Ist das dein Ernst? Nimm die jetzt. Ach, das ist so eine Kackerhöhung. Ich kann nicht springen mit der Axt. Die ist zu heavy. Oh, dann halt nicht. Oh, die Perspektive.
Oh, das ist wieder schlimm. Ich höre komische Geräusche. Die hören sich sehr bossmäßig an. Geht da wer? Nee. Ist wieder nur so ein Kleiderständer. Gibt's hier irgendwas? Tatsache! Hier ist ein Secret! Equip collected heads in the pause menu. Warum ist das eigentlich auf Englisch? Kann ich das auf Deutsch stellen? Okay. Scheinbar kann ich es nicht auf Deutsch stellen. Habe ich jetzt einen anderen Hut auf? Oh lol! Ich kann mich selbst customizen mit Hüten. Das ist ja cool. Man nennt mich auch den Waschbärmann. Oder Jungen in dem Fall. Alter. Denn das ausgestopfte, ihr wisst schon, Menschenteile, also Körper. Ist das creepy. Oh ja, jetzt bist du hier stuck, ne? Okay, da brauchen wir einen Key. A Key brauchen wir da. Ja, scheiße gelaufen jetzt, ne? Ach, jetzt brauchst du mich wieder. Jetzt bin ich dir wieder gut genug. Aber eben mich hier zur Seite schubsen. Dafür kriegst du einen Slap. Kann ich eigentlich pointen? Wie geht das? Was muss ich machen? Achso, okay, das ist automatisch. Oh Gott. Wieder schnell hoch, bitte. Juckt ihn das nicht? Hat er das nicht gehört? Ist er taub? Der Typ. Mit dem Typen meine ich übrigens den Jäger, ne? Also den Boss dieser Area. Weil es gibt ja, gab es auch im Original immer einen Boss pro Area. Warum sag ich immer im Original, im ersten Teil? Und hier in dem Fall ist es halt auch so. Da ist der Key. Ich würde das gerne auf Deutsch stellen, tatsächlich. Okay, hier brauchen wir so ein Handle-Dingsbums. Mal gucken. Kann ich hier hochklettern? Ah ne, aber wir machen wieder Räuberleiter. Okay, hier kann ich auf jeden Fall schon mal hoch. Also kann ich auf jeden Fall zurück. Okay, gut. Ey, der hat doch bestimmt irgend so ein... Kann man das Fetisch nennen? Zum Ausstopfen von irgendwelchen Leuten? Ich meine, das machen ja manche Leute mit Tieren, so Reparate und so. Und er macht das halt mit Menschen. Ist das krank? Aber wir haben das Handle-Dingsbums. Das heißt, wir können jetzt hier quasi den Schlüssel runterlassen. Ich finde es auch immer noch interessant, wie diese ganzen Rätsel hier aufgebaut sind. Ich meine, au! Ey, das habe ich geholt. Lass mich das machen. Mach du es halt. Aber was soll ich sagen? Drehen kannst du auch ruhig. Was soll ich jetzt hier gar nicht? Muss ich hier den Leichensack hochklettern oder was? Und dann an den Schlüssel. Teamwork ist das Motto. Teamwork ist das Motto. Wir haben den Key. Hooray. Haben wir den jetzt eingesteckt? Achso, okay. Also haben wir den jetzt quasi im Inventar, nenne ich es mal. Im ersten Teil war es ja immer noch so, dass wir den Schlüssel quasi wie halt das Handle jetzt mitgecarried haben und dann quasi gehandicapt sind. Ist so weird mit dieser Perspektive. Und das war auch schon im ersten Teil so komisch. Hör doch jetzt auf und kletter da hoch. Dann mal raus. So. Bitte klettert die Leiter runter. Ich habe keinen Bock, an Fallschaden zu sterben. Ist er jetzt mittlerweile da, der Dude? Nee. Achso, der hat sich ja selbst eingeschlossen.
wie auch immer er das hingekriegt hat. Und dann hat er den Schlüssel irgendwie zum Dachboden bekommen. Wie trigger ich das jetzt? So, ich stehe nicht direkt davor. Ey, die Perspektive, das wird so schlimm werden noch im Verlauf des Spiels. Und dann hat er den Schlüssel irgendwie auf dem Dachboden gehangen und so. Oh, guck mal, ein Plumpsklo. Ist er fallen? Ist er rein? Nein, kann ich nicht. Wir müssen das dahin schieben. Schieben! 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 Weiter geht nicht. Ich höre den. Ich höre ihn. Ich höre ihn. Auf nur einem Ohr. Das heißt, er ist in der Nähe. Ist das wie im Original Little Nightmares, dass wir auf Teppich laufen müssen, weil das sonst zu laut ist? Ah, da ist er! Der Jäger. Hallo. Scheiße. Ich bin tot. Waffengolben in die Fresse. Okay, wir müssen uns scheinbar vorbei stealthen. Okay. Never mind. Es tut mir leid. Ich habe vergessen, dass das ein Stealth-Game ist. Mitunter. Ganz vorsichtig. Keine ruckartigen Bewegungen. Einfach geradeaus. Oh shit, wir wurden getrackt. Steh auf, bitte. Okay, er ist wohl doch nicht so gut im Aimen. Ich muss Cover suchen hinter der Kiste. Wir müssen hinter die Kisten. Hinter die Kiste! Steh mir doch nicht im Weg! Ihr habt mich gebodyblockt! Betrug. Offiziell. Okay, gab's einen Checkpoint. Hinter den Zaun! Oh mein Gott. Diesmal bin ich vor ihr. Haha! Warum schießt er eigentlich nur auf mich und nicht auf sie? Ist doch viel leichteres Ziel. Runter. Hi. Ja, wo sind sie denn nur hin, ne? Ja. Oh nein, jetzt haben wir den am Arsch oder was? Oh no. Ich stealthe, hundertprozentig. Das ist über Laub. Oh, hohes Gras. Nein, ich wollte mich ducken, ich habe vergessen. Ich habe vergessen, dass ich mich ducken muss. Ducke dich bitte. Okay, das heißt, wir müssen stehen bleiben, wenn er uns anleuchtet. Und zwar genau jetzt. Bleib ruhig. Keine ruckartigen Bewegungen. Okay, scheinbar müssen wir uns auch dahin stealthen. Auch ins Loch rein stealthen. Ich warte jetzt nochmal, bis er hier hinleuchtet nochmal. Und dann gehe ich. Dann sneake ich in das Loch rein. Jetzt. Nix, danke. Okay, ich dachte schon. Ja, jetzt. Geh weg, ich bin stuck. Hätte er mal Diät gemacht. Haha, hätte er vielleicht hier reingepasst. Alter, das war intens. Aber den haben wir doch nicht zum ersten Mal gesehen.
Wir wissen doch, den werden wir wiedersehen. Spätestens jetzt, wenn wir da wieder rausgehen. Nein? Okay. Vielleicht kommt jetzt wieder eine Rätselpassage. Wie ich das Spiel kenne. Ja, genau. Jetzt aber, oder? Können wir bitte einen Death Counter einfügen, wo ich schon gestorben bin? Was muss ich machen? So, was genau muss ich tun? Hallo. Hast du eine Idee? Ja, ich weiß, es ist scheiße gelaufen, ne? Ich dachte eigentlich, weil sie so dann nach unten guckt, dass das vielleicht ein Zeichen ist, dass man runterspringen müsste, aber ja. Moment. Kann ich das hier grabben? Ah, darauf kommt ja auch ein Durchschnittsmensch. Und was mit mir? Hallo? Rescue to call. Was denn? Ach so, und die grabt mich jetzt. Erinnert ihr euch noch, dass ich jetzt schon im ersten Teil verkackt habe, mich an irgendwelchen Sachen festzuhalten? Das ist jetzt scheinbar hier wieder der Fall. Aber jetzt weiß ich wenigstens, was ich tun muss. Neuer Versuch und heppa! Und diesmal halten wir Maus 1 gedrückt. Danke. Du bist so hilfreich, Six. Ich hoffe, du wirst mich niemals hintergehen. What's next? Oh, nee. He is back. Oh mein Gott! Die Chase-Sequenz! Bin tot. Weil ich es jetzt zweimal verkackt habe, mich da festzuhalten. Ja. Diese Folge ist gespickt mit Toten. Okay, also ist das keine Stealth-Sequenz mehr, das ist jetzt wieder eine Chase-Sequenz. Gut, dass ich das weiß, das heißt, ich kann rennen. Ist. Und ihr so, ich renn vor einem wild gewordenen Jäger fest. Weg, weg. Ja, weg. Hey, der schöne Fernseher. Da lief gerade RTL 2. Run. Oh, der ist gefährlich. Und der schießt durch die Decke. Woher hätte ich das wissen sollen, dass er dahin schießt? Hier passiert so viel gleichzeitig, Alter. Hey! Hör doch auf! Spring! Jetzt schießt er dahin! Ich bin verwirrt! Lass doch los! Alter, der ist aber auch strong, der Typ. Okay, wir können also untertauchen. Jetzt ist wieder eine Stealth-Passage. Das muss ich nämlich wissen. Weil wenn ich das nicht weiß, dann stealthe ich an Orten, wo ich rennen soll. Und renne an Orten, wo ich stealthen soll. Ne? Geiles Wasser zum Tauchen übrigens. Ich glaube, das ist dem seine Kloake. Beruhig dich doch! Ich folge einfach Six. Das ist der sicherste Weg, denke ich mal. Das heißt, wenn sie los. Was? Okay, also scheinbar kann ich nicht ewig unter Wasser bleiben.
Irgendwas hat ihn weggelockt. Geh weg, ich will aus der Kloake raus. Oh, da hat jemand so ein Herzchen eingeritzt. Der schießt doch auf alles, was sich bewegt, oder? Und er gibt sehr schnell auf, habe ich mitbekommen. Okay, weiter geht's. Da ist er. Der Dude. Das ist wieder ein Krähe. Geht der weg oder bleibt er da? Okay, er bleibt da. Da ist wieder was zum Verstecken. Das heißt, gleich startet wieder eine Schusssequenz. So, genau jetzt. Ja. Aha, ich bin nämlich mittlerweile gut im Predikten davon. Warten, bis er schießt. Muss ich eigentlich hin durch die Tür hier? Okay, gut. Never mind. Mach die Tür zu. Was? Ein Gewehr. Gib mir das. Warte, knallen wir den jetzt ab? Wir knallen ihn doch jetzt nicht ab. Also er knallt, versucht uns die ganze Zeit abzuknallen. Aber knallen wir ihn jetzt wirklich ab? Ist das das Ende des Jägers? Wäre jetzt ein Okay-Bye angebracht? Egal. Weiter geht's. Und los. Ich frage auch gar nicht, warum und wie Six da überhaupt in den Keller gekommen ist. Und so, warum er sie nicht getötet hat und so. Solche Sachen fragen wir einfach gar nicht mehr. Wir fahren auf dem Ozean. Wir fahren auf dem Ozean auf einer Tür. Weit weg vom Wald. Aber wo wird uns die Strömung hintreiben? Wir werden es nie erfahren. Haha, Spaß. Just kidding. Aber wie atmosphärisch gut das auch gemacht ist mit diesem Nebel und der Musik und. Also irgendwas hat das mit den Fernsehern aus sich, weil hier sind auch Fernseher im Wasser. Das wird wahrscheinlich noch ein wichtiges Element werden. Alter. Was? Was ist das? Sind das Häuser? Ach, das ist die Stadt. Ah. Okay. Alter, sieht das cool aus, weil die so nach vorne gebogen sind. Alter, ich liebe das Spiel jetzt schon. Es reiht sich definitiv vom Stil und so in meine Top 10 Horror Games ein, die ich bis jetzt auf dem Kanal gespielt habe. Natürlich auch mit Little Nightmares 1. Ganz klare Sache. Okay, wir sind da. Wir haben geschafft.
Ja, Six, das ist eine Stadt. Muss aufpassen. 1,5 Meter Abstandspflicht und. Was ist das da? Ist das gefährlich? Ich will da hingehen. Hallo, kleiner Freund. Was los? Okay. Ich frage auch gar nicht, okay? Wir lassen das jetzt auch einfach so im Raum stehen. Hier geht es weiter. In der einzig beleuchteten Tür in dieser gesamten Stadt.